le strofe e anche nel ritornello. Partiamo un po' più piano per crescere, fuori la voce, cantiamo tutti. Wird ein Lied geprobt, der ganze Petersplatz wird jetzt ein argentinisches Lied singen, Samba de mi Esperanza. Sagen wir, lauschen einfach diesen Gesang. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Y te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tu. Escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Ripassiamo ora all'inno delle lodi, a pagina 6 del libretto bianco che avete. Ascoltiamo la prima strofa, l'ascoltiamo tutta, dopo la ripetiamo insieme. Jetzt stimmen wir uns ein auf diesen Augenblick und es werden erst einmal die Lieder geprobt, die nachher gesungen werden. Das Lied, was jetzt angestimmt wurde, ist der Hymnus der Laudes in der Fastenzeit. Jun Jusani hat immer großen Wert gelegt auf die Schönheit des Gebetes, auf das gemeinschaftliche Gebet. Deswegen wurde auch der Recto Tono ausgewählt, also dieser eintönige Gesang während der Psalmen. Das soll helfen, sich wirklich zu konzentrieren. Er hat uns immer gesagt, wir sollen leise beten, den Nachbarn hören, damit wirklich das Bewusstsein gestärkt wird, dass wir mit einer Stimme, dass wir ein Volk sind und mit einer Stimme zum Herrn beten. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, diese
diese Liebe zum Detail und dass alles auch wirklich schön wird. Allora l'umiltà diviene luce, la via la verità noi dischiude. Ripetiamo insieme la seconda. Con cuore aperto e colmo di fiducia dinanzi a te, Signore, ci prostriamo. Allora l'umiltà diviene luce, la via alla verità a noi dischiude. Proviamo l'ultima con anche l'amen. O Trinità, nel gaudio ti adoriamo, o luce indefettibile ed eterna. Con il perdono dona nuova vita e canteremo sempre le tue lodi. Amen. Ripetiamo l'ultima volta, l'ultima strofa. Trinità, nel gaudio ti adoriamo, o luce indefettibile ed eterna. Con il perdono dona nuova vita e canteremo sempre le tue lodi. Ja, wenn Sie gleich mitbeten wollen, also es ist nicht die Laudes vom heutigen Samstag. Ich habe extra mein Stundenbuch mitgenommen, mein römisches, aber Frau Mikoni sagt mir, dass also die Comunione Liberazione zum Teil dem ambrosianischen Ritus folgt. Das ist ganz interessant. Vielleicht ein Wort zum ambrosianischen Ritus. Das ist ein Ritus, der in Mailand seit uralter Zeit gebetet wird. Und deswegen sind dort jetzt andere Psalmen zum Teil, die verwendet werden. Ja, es handelt sich um eine sogenannte Kurzversion, ein kleines Büchlein, das immer mitgenommen werden kann, auch zu Ferien und zu Veranstaltungen. Sarebbe davvero insopportabile. Also, Don Julian spricht jetzt eine Einführungsworte zu diesem Gestus und er beginnt mit diesen Worten. Was wäre ein Morgen, an dem wir ihm nicht erneut begegnen könnten, ihn nicht als gegenwärtig anerkennen? Ein Morgen, in dem die Zerstreuung oder Formales die Oberhand gewinnen würde? Was wäre das Leben ohne dich, Christus? Es wäre wirklich unerträglich. Nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir erkennen, welche Gnade wir jeden Morgen erhalten, wenn der Herr uns von Neuem erwählt und uns aus dem Schlaf aufweckt, um uns auf unserem Lebensweg zu begleiten. Er reißt uns aus unserer Vergesslichkeit, damit wir ihn wieder als lebendig anerkennen können, damit er uns zeigen kann, wer er ist. Wie bei Maria Magdalena. Er rief sie mit einer solchen Intensität beim Namen, dass ihr ganzes Menschsein davon durchdrungen war. Maria. Es gibt keinen anderen Christus als den, der Maria rief. Und von da an gab es keine andere Maria als die, die ganz von dem Ruf Christi bestimmt war. So wie es keinen anderen Paulus mehr gab als jenen, der ganz von Christus ergriffen war. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist nicht nur in der Vergangenheit geschehen. Wir erleben es auch in der Gegenwart. Wir haben es gesehen. Si può diventare grandi. E questa parola Cristo è risaputa. Nun ein Zitat von Don Giussani. Man kann älter werden und dieses Wort, Christus, immer wieder gehört haben.
aber für viele Menschen ist das keine Begegnung. Sie erleben ihn nicht als wirklich gegenwärtig. Obgleich Christus doch auf mein Leben getroffen ist, so Don Giussani, und mein Leben auf Christus getroffen ist, damit ich erkenne, dass Christus der neuralgische Punkt von allem ist, meines ganzen Lebens. Er, Christus, ist das Leben meines Lebens. Also, Christus ist in das Leben von Don Giussani eingetreten, damit er erfahren konnte, dass die größte Freude des menschlichen Lebens darin besteht, Jesus Christus lebendig zu spüren im Fleisch der eigenen Gedanken und des eigenen Herzens. Was wird mit Don Giussani geschehen sein, dass er immer wieder den Satz von Möhler zitierte, einem Theologen? Und Möhler sagte, ich meine, leben möchte ich nicht mehr, wenn ich ihn nicht mehr reden hörte. Durch Don Giussani, durch sein Zeugnis, hat das Ereignis Christi auch uns Armselige erreicht. Ein weiteres Zitat. Je älter wir werden, desto mehr werden wir uns selbst zum Schauspiel und, so Gott will, auch den anderen. Zu einem Schauspiel der Grenzen und des Verrats und daher der Demütigung, aber gleichzeitig einer unerschütterlichen Gewissheit in der Gnade, die uns jeden Morgen neu geschenkt wird. Nella grazia che ci viene donata e rinnovata ogni mattino. Quella grazia. Diese Gnade hat begonnen, die Welt zu durchdringen durch Maria. Attraverso la Madonna. È arrivata anche a noi. Und heute kommt sie zu uns, um das leere Gefäß unseres Herzens zu füllen. Bitten wir darum, dass wir ihn genauso aufnehmen können, wie sie es getan hat. Nach dieser Einführung von Don Julian Caron folgt ein Lied. Es ist ein Lied, das dem Morgen gewidmet ist. Ein Lied, das eine junge Schülerin damals in den 50er Jahren geschrieben hatte. Don Giussani hat immer betont, dass der Morgen wirklich ein privilegierter Augenblick ist, um erneut sich bewusst zu machen, dass wirklich alles gegeben wird. Und deswegen hat er auch immer großen Wert gelegt auf das Gebet der Laudes bei gemeinsamen Gesten, also Exerzitien, gemeinsame Ferien. Grande Signore.
In piedi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Nun betet die Gemeinde hier denn das Angelusgebet. Ecco, la serva del Signore. Mi accada secondo la tua parola. E il Verbo si è fatto carne. Ed abita in mezzo a noi. Ave Maria, per noi, Santa Madre di Dio, perché diventiamo degni delle promesse di Cristo. Infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi, che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Figlio tuo Gesù Cristo, attraverso la sua passione e morte siamo condotti alla gloria della sua risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sancte Spiritus. Veni per Mariam. Per la recita delle lodi ci dividiamo in due cori, il primo alla mia sinistra, guardando la facciata e alla destra, e l'altro coro. Vi ricordo di non gridare, che l'unica pausa è segnata dall'asterisco, che corrisponde a un respiro normale. Non c'è spazio quindi tra i due cori. Appena un coro finisce, entra subito l'altro, quindi bisogna prendere fiato mentre il coro che ci precede sta terminando. Comunque seguiamo. Der Priester erklärt nun, wie das Gebet des Morgengebet stattfindet, die Laudes. Es wird begonnen mit dem Hymnus und es folgen dann darauf die Psalmen. Man sieht sehr schön den Tonus Rectus, wie ihn Frau Amiconi vorhin so trefflich erklärt hat. Sempre cantiamo a rifiorir del giorno, onnipotente Dio, le tue lodi. Sei fonte di bontà, tu sommo bene, e misericordioso nel perdono. Un cuore aperto e colmo di fiducia dinanzi a te, Signore, ci prostriamo. Allora l'umiltà diviene luce, la via alla verità a noi missione. Nel nostro nulla, solo in te speriamo.
è tempo ormai di svegliarvi dal sonno. La salvezza è più vicina di quando credemmo. Der erste Psalm ist der Nummer 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno. Il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre. E sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È tempo ormai di svegliarvi dal sonno. La salvezza è più vicina di quando credemmo. Ringrazio il mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia in ogni mia preghiera a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo. Dal primo giorno fino al presente sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Io sono con voi. Wir haben gerade eine Lesung aus dem Philipperbrief gehört und es wird jetzt nun das Responsorium gebetet. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Siate miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Udì la voce del Signore, chi manderò? Ed io risposi, eccomi, manda me. Benedetto il Signore Dio d'Israele. Es beginnt der Gesang des Benediktus. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto in tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Udì la voce del Signore, chi manderò? Ed io risposi, eccomi, manda me. Attendendo la salvezza con timore e tremore, secondo i suoi disegni benevoli, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Gemeinde betet das Vaterunser. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre, che unisci in un solo volere chi in te spera, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Veni, Sancte Spiritus. Veni, per Maria. Pagina 31. Wir hören jetzt ein Ave Maria auf Chinesisch. Wir hören nun einen Text, eine Lektüre aus dem Buch Das Wagnis der Erziehung. Giussani schreibt: Seit meiner ersten Unterrichtsstunde habe ich immer wiederholt: Ich bin nicht hier, damit ihr die Ansichten, die ich euch erzähle, übernehmt, sondern um euch eine wahre Methode beizubringen, damit ihr das, was ich sage, beurteilen können. Was ich euch aber sage, ist eine Erfahrung, Frucht der langen Vergangenheit, die 2000 Jahre alt ist. Die Berücksichtigung dieser Methode kennzeichnete von Anfang an unsere erzieherische Arbeit und stellte ihr Ziel deutlich heraus, nämlich die Zuständigkeit des Glaubens für die Bedürfnisse des Lebens aufzuzeigen. Durch die Formung in meiner Familie und im Seminar und später durch meine eigene Meditation gelangte ich zu der tiefen Überzeugung, dass ein Glaube, der sich nicht in der täglichen Erfahrung finden ließe, der sich durch die Erfahrung nicht bestätigen ließe, der nicht imstande wäre, auf deren Bedürfnisse zu antworten, dass so ein Glaube nicht in einer Welt bestehen könnte, in der alles, alles das Gegenteil behauptete. Die Zuständigkeit des Glaubens für die Bedürfnisse des Lebens und folglich die Vernünftigkeit des Glaubens aufzuzeigen, verlangt einen deutlich umrissenen Begriff der Vernünftigkeit. Implica un concetto preciso di razionalità. Dire che la fede esalta la razionalità. Zu behaupten, dass der Glaube die Vernunft voll zur Geltung bringt, heißt, dass der Glaube den ursprünglichen Grundbedürfnissen des Herzens eines jeden Menschen entspricht. Dare ragione della fede significa descrivere sempre di più
Das heißt, dem Glauben Rechenschaft ablegen zu können, bedeutet immer mehr in der Lage zu sein, die Auswirkungen der Gegenwart Christi in der Kirche Rechnung tragen zu können. Und der Wächter für diese Authentizität ist der Papst in Rom. Es ist die Änderung, die der Glaube vorschlägt. Und das Verbrechen liegt darin, der Glaube als eine Prämisse festzulegen, als eine Prämisse, die nichts mit dem Leben zu tun hat. Mit dem Leben. Das Leben ist heute. Denn gestern ist bereits vorbei. Heute ist noch nicht da. Morgen ist noch nicht da. Das Leben spielt sich heute ab. Einen Ausschnitt gehört von dem Buch Das Wagnis der Erziehung. Ich hatte am Anfang gesagt, dass diese ganze Erfahrung der Bewegung in einer Schule einen Anfang genommen hat, und das war eben die Beschreibung von diesen ersten Augenblicken, in denen wirklich das Anliegen von Don Giussani zum Ausdruck kommt, dass der Glaube wirklich in der eigenen Erfahrung stets verifiziert wird. Denn nur so können wir eine Gewissheit erlangen. Wir hören jetzt ein weiteres Lied, das ebenfalls von in der Bewegung entstanden ist. Es geht um den Weg, den Lebensweg, der gemeinsam beschritten wird. Und das ist das Schöne daran, dass wir gemeinsam auf diesen Weg gestellt wurden. Nell'affrontare il tema dell'ipotesi di una rivelazione e della rivelazione cristiana, will man sich mit der Hypothese einer Offenbarung im Allgemeinen und der christlichen Offenbarung im Besonderen auseinandersetzen, so ist es von zentraler Bedeutung, zunächst die Frage nach der realen Situation des Menschen zu stellen. Es wäre nicht möglich, sich der Bedeutung Jesu Christi voll bewusst zu werden, ohne sich vorher über das Wesen jener Dynamik Rechenschaft zu geben, die den Menschen zum Menschen macht. Denn Christus stellt sich da als Antwort auf mein eigentliches Ich. Und nur ein aufmerksames, einfühlendes und leidenschaftliches Bewusstwerden meiner selbst kann mich öffnen und darauf vorbereiten, Christus zu erkennen, ihn zu verehren,
ihm zu danken und aus ihm zu leben. Ohne dieses Bewusstwerden meiner selbst bleibt auch Jesus Christus für mich ein bloßer Name. Das war ein Ausschnitt auf dem Buch Am Ursprung des christlichen Anspruchs. Es gehört zu einem der grundlegenden Werke von Don Giussani. Er hat einen sogenannten Percorso, also einen Weg, drei Bänden, eine Art Katechese, verfasst. Das erste ist der religiöse Sinn. Dort wird beschrieben, der Mensch eigentlich als solcher beschrieben, der Mensch mit seinen grundlegenden Fragen, die Frage nach Sinn, sein Streben, seine Sehnsucht nach Schönheit, nach Wahrheit, nach Glück und Erfüllung, was allen Menschen gemeinsam ist. Der zweite Band, aus dem wir eben diese Worte gehört haben, Am Ursprung des christlichen Anspruchs, beschreibt den christlichen Anspruch, dass also Jesus Christus Antwort ist auf diese Frage des Menschen, auf diese Sehnsucht des Menschen. Und danach gibt es noch einen dritten Band, warum die Kirche? Das ist im Wesentlichen die Frage, wie ist dieser Christus, der Antwort auf unsere Sehnsucht ist, heute gegenwärtig, nämlich in der Gemeinschaft der Gläubigen, also in der Kirche. Und er spricht zu uns durch das Lehramt und die Gemeinschaft der Getauften. Gibt es diese Schriften eigentlich auch auf Deutsch? Kann man die dann nachlesen? Ja, sie wurden publiziert. Jetzt muss ich mal auswendig schauen. Ich glaube, der heißt EOS Verlag St. Ottilien. Ja, da gibt es die. Ja, die wurden alle auf Deutsch in den Jahren jetzt übersetzt und auch publiziert, ja. Genauere Informationen kann man dann auch über die Webseite erlangen. Dort sind sämtliche Publikationen auch aufgelistet. Wie heißt die Webseite? Also die ist über die allgemeine Webseite www.clonline.org. Das ist die internationale Seite und da ist dann der Link zu der deutschsprachigen Seite. Da gibt es dann noch zwei unterschiedliche Länderseiten für Deutschland und Österreich. Also falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse haben, gehen Sie auf diese Adresse oder googeln Sie einfach Kommunion et Liberazione, da kommt man wahrscheinlich auch dahin. Genau. Bei der Gelegenheit darf ich natürlich auch Werbung für unsere Webseite machen, www.radiovatikan.de oder auch ch oder auch at. Dort finden Sie live immer die wichtigsten Meldungen aus Rom und der Weltkirche und dort können Sie auch unseren kostenlosen Newsletter abonnieren, wo Sie immer jeden Tag über alles informiert werden. Vecchio ormai, sono vecchio sì, ma se tu vorrai mi salverai. Ascoltami, rimani ancora qui, ripeti ancora a me la tua parola. Ripetimi quella parola che un giorno hai detto a me che mi libero. Gesù si voltò. Jesus drehte sich um. Wir sehen Don Giussani selber, eine Aufnahme. Che cosa cercate? Und Jesus drehte sich um und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht. Das ist die Formel. Es ist die christliche Formel. Die christliche Formel ist eben diese, kommt und seht. Versucht euch vorzustellen, jene beiden, die ihm zuhörten, über einige Stunden lang und dann mussten sie wieder nach Hause und sie schwiegen. Sie schwiegen, weil sie überwältigt waren von jenem Eindruck des Geheimnisses, das sie verspürt hatten. Und dann
trennen sie sich. Jeder der beiden Jünger geht zu sich nach Hause zurück. Und sie verabschieden sich nicht. Nicht, weil sie sich nicht verabschieden, sondern sie verabschieden sich auf eine andere Art und Weise. Denn sie sind erfüllt. Sie sind ganz erfüllt von dem gleichen Geist. Und Andreas tritt nach Hause, zu sich nach Hause ein, legt seinen Mantel ab. Und die Frau sagt zu ihm: Andreas, was hast du? Was ist geschehen mit dir? Und er, und gleichsam, als ob er in Tränen ausbrechen würde und ihn umarmt. Und sie fragt ihn weiter: Andreas, was ist mit dir geschehen? Und er drückt sie an sich und sie hat sich noch niemals so umarmt gespürt. Er war ein anderer. Er war wahrhaft ein anderer. Es war er, aber es war ein anderer. Und wenn man ihn gefragt hätte: Wer bist du? Hätte er geantwortet: Ich bin ein anderer. Ich verstehe, dass ich ein anderer geworden bin. Freunde, das ist eben das, was geschehen ist. Das war nun ein Ausschnitt, eine Videoaufnahme. Ich weiß nicht genau, in welchen Jahren, was aber auf sehr rührende Art und Weise, also zum einen ist es ein Zeugnis von Don Giussani selber, bei dem übrigens ein Seligsprechungsprozess im Gange ist, die Art und Weise, wie er uns gelernt hat, die Evangelien zu lesen, wirklich dieses sich hineinversetzen in die Szene, bis dass man verspürt, dass das eigentlich das Gleiche ist, was uns auch widerfahren ist. Aconteceu sem sino pra tocar. Aconteceu diferente das histórias que os romances e a memória têm costume de contar. Aconteceu sem que o chão tivesse estrelas. Aconteceu sem raio de luar. O nosso amor foi chegando de mansinho, se espalhou devagarinho, foi ficando até ficar. Aconteceu sem que o mundo agradecesse, sem que rosas florescessem, sem canto de louvor. Aconteceu sem que houvesse nenhum drama, só o tempo fez a cama, como em todo grande amor. Aconteceu quando a gente não esperava. Aconteceu sem sino pra tocar. Aconteceu diferente das histórias que os romances e a memória têm costume de contar. Aconteceu sem que o chão tivesse estrelas. Aconteceu sem raio de luar. O nosso amor foi chegando de mansinho, se espalhou devagarinho, foi ficando até ficar. Aconteceu sem que o mundo agradecesse, sem que rosas florescessem, sem canto de louvor. Como em todo grande amor. Il mistero della misericordia sfonda ogni immagine umana. Das Geheimnis der Barmherzigkeit sprengt jede menschliche Vorstellung von Ruhe oder Verzweiflung. Auch das Spüren der Vergebung ist in diesem Geheimnis Christi enthalten. Dies ist die letzte Umarmung des Geheimnisses, der Mensch, selbst der entfernteste und perverseste oder verfinsterteste, düsterste Mensch, nichts entgegensetzen kann. Er kann ihr keinen Einwand entgegensetzen. Er kann ihr abtrünnig werden, aber nur, indem er sich selbst und dem eigenen Guten abtrünnig wird.
Das Geheimnis als Barmherzigkeit bleibt das letzte Wort, auch in Bezug auf alle schlimmen Möglichkeiten der Geschichte. Darum drückt sich die Existenz als letztes Ideal im Betteln aus. Der wahre Protagonist der Geschichte ist der Bettelnde. Christus, der um das Herz des Menschen bettelt und das Herz des Menschen, das um Christus bettelt. Das war eine Aufnahme. Wir sehen gerade die Abbildungen von dem wichtigen Treffen, was 1998 von Papst Johannes Paul II. Gewollt wurde. Er hat dort die ganzen Bewegungen und neuen Gemeinschaften versammelt. Es war ein historisches Datum, besonders diese Bilder, die wir gerade gesehen haben, in denen Don Giussani sich niederkniet vor Johannes Paul II. Es waren dann auch die ganzen anderen Gründer anwesend damals, Chiara Lubich noch von den Fokularen, Kiko Arguello und so weiter. Wir hören jetzt einen polyphonischen Gesang zur Fastenzeit, Christus, der am Kreuz hängt. Pagina 44.
Ja, wir sehen, dass Papst Franziskus nun auf den Platz kommt. Er ist auf dem Papamobil und wird sicherlich dann auch über den Platz fahren, um den Menschen hier zu begegnen, die hier zusammengekommen sind. Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen, die Begeisterung ist groß hier auf dem Petersplatz. Dem Papst wird ein begeisterter Empfang hier bereitet. Mir scheint, das ist so mein Eindruck, dass Don Giussani, wie überhaupt der ganzen Begegnung, die Verbundenheit mit Rom ein besonderes Anliegen ist. Ich habe in Texten gelesen, dass er immer wieder darauf hinweist, dass man eben seinen Glauben nur in der Gemeinschaft der Kirche leben kann, und der Papst ist als solcher, als Nachfolger des heiligen Petrus, der Garant der Einheit der Kirche. Und das ist keine theoretische, abstrakte Idee, sondern es macht sich eben an einer Person fest. Und diese Person ist nun Papst Franziskus und deswegen auch diese Wallfahrt heute. Es freut uns, dass Sie auch von zu Hause mit dabei sein können, das miterleben können, diese Verbundenheit mit dem Nachfolger des heiligen Petrus auch mit ausdrücken können. Lui m'ha dato i cieli da guardar, lui m'ha dato la bocca per cantar, lui m'ha dato... Sie sehen, es ist sehr windig hier, deswegen hat der Papst es, glaube ich, jetzt gar nicht versucht, seinen Zucchetto aufzubehalten, denn er würde sofort wegfliegen. Sarò, la sua casa abiterò, la sua casa tutta d'or, tanta gioia dentro al cuore. La sua casa abiterem, la sua...
Hörer. Papst versucht, alle zu grüßen, zu segnen, auch die Kindern, und ihnen auch die Hände aufzulegen, was aber gar nicht so einfach ist, wenn man so schnell auf dem Wagen sitzt. Gut, er möchte natürlich einfach allen nahe sein und der Platz ist riesengroß. Ich schätze, dass mehr als 60.000 auf dem Platz sind. Ich würde mal sagen, 80 könnten es schon sein, nach meinen Erfahrungen. Aber gut, wir werden sicherlich noch eine offizielle Zahl dann später hören. Wir sind jetzt am Anfang des Petersplatzes angekommen mit Papst Franziskus. An der Grenze zwischen Vatikanstaat und Italien. Im Hintergrund sehen Sie die Gebäude, in denen die Kurienbehörden sind. Da konkret zum Beispiel die Religiosenkongregation und auch die Kleruskongregation. Und Papst Franziskus fährt sogar in die Via della Conciliazione hinein. Man sieht im Hintergrund die Gebäude der Via della Conciliazione, die ja erst entstanden ist unter Mussolini. Früher stand hier ein Viertel, was aber abgerissen wurde, nachdem die Lateranverträge geschlossen wurden, als Symbol für die Conciliazione, also für die Versöhnung zwischen Italien und dem Papsttum. Auch wenn das nicht im engen Sinne zum Vatikan gehört, so sind doch in vielen Gebäuden links und rechts trotzdem Kurienbehörden, zum Beispiel links. Ist das Gebäude, in dem ich selber arbeite. Ich bin in der Ostkirchenkongregation tätig. Das ist also die Behörde, die sich für die Anliegen der Christen im Nahen Osten, in Osteuropa und Indien einsetzt. Gegenüber ist der Sitz des Ritterordens vom Heiligen Grab. Etwas weiter unten in der Via della Conciliazione Nummer 5. Da sind ganz viele päpstliche Räte, wie der Kulturrat, der Einheitsrat, der Rat für den interreligiösen Dialog und so weiter. Das heißt, auch wenn wir nicht im engen Sinne im Vatikan sind, sind doch auch viele Vatikanbehörden hier auf der Via della Conciliazione angesiedelt. Quasi auf halber Strecke angelangt, direkt eben vor meinem Büro und im Café San Pietro. Und dort macht er eine Runde und es geht dann wieder zurück auf den Petersplatz. Pagina 59. Ja, während dieses, wegen dieser Begegnung mit Papst Franziskus singt die Gemeinde hier, singt die Bewegung verschiedene Lieder, die in einem Pilgerheft abgedruckt sind, das hier alle ausgehändigt bekommen haben und wo diese Lieder, die der Tradition von Comunione und Liberazione lieb und teuer sind. Just the other day I heard a new voice in the darkness send me away with mud on my face. I heard the people say he's crazy and he's hopeless. Wenn ich mir das mal erlauben darf, also ich finde die Lieder eigentlich sehr schön, sehr schlicht, mit sehr schönen Texten vor allen Dingen. Im Vergleich zum Neokatechumenat, muss ich zugeben, gefällt mir das besser. Ja. Ja, die sind so ein bisschen anders vom Neokatechumenat. Die sind so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, schlichter. Allerdings natürlich sind die Lieder sehr gut geeignet, wenn man zusammen feiern will. Also das schafft sehr, sehr leicht Gemeinschaft und sie sind sehr einfach auch. Aber sie sind doch immer ziemlich gleich. Während hier sehe ich, das ist ja wirklich ganz verschiedene Stile und sehr, sehr tiefe Texte auch. Tell me again, he's a sinner and he's reckless, but there's only one thing I can say. The things that I see got me laughing like a baby. The things that I see got me crying like a man. The things that I see, I can look at what he gave me. And he's gonna show me. Conny sagt mir gerade, das sind alles auch Lieder, die tatsächlich von Leuten geschrieben wurden von der Bewegung. Ja, in der Tat, schon
von Anfang an, von den ersten Jahren der Bewegung, wurde diese, ja, nach dieser Begegnung, die einem das Leben verändert, die Begegnung mit Christus, fand auch Ausdruck, musikalischen Ausdruck. Leute haben angefangen, selber eben Lieder zu schreiben, auch Texte. Und das anfänglich natürlich in Italien und mittlerweile in der ganzen Welt. Das Lied, was wir gerade hören, ist innerhalb der Gemeinschaft von New York entstanden, soviel ich weiß, oder zumindest in den Vereinigten Staaten, wenn ich mich nicht alles täusche, hat das ein Priester auch geschrieben. Wir haben vorher Lieder aus Brasilien gehört, als die allerersten Leute, die noch gerade mit der Schule fertig waren, aus Begeisterung nach dem, was in ihrem Leben widerfahren war, den Wunsch hatten, es allen zu erzählen, und sie sind dann wirklich, haben sich auf den Weg gemacht und sind nach Brasilien gefahren, und so ist die erste Mission entstanden. Und von dort aus, von Brasilien aus, in Belo Horizonte, hatte ich dann das Ganze in ganz Südamerika ausgeweitet. Il nostro cuore non si è perduto, i nostri passi non hanno smarrito la tua strada. Unser Herz hat sich nicht verloren, unsere Wege sind nicht verloren, haben deinen Weg nicht verloren. Ja, es ist ein Lied, was wir jetzt hören, was so das Gottvertrauen ausdrückt. Und ja, im Italienischen würde man sagen, abbandono, dieses völlige sich überlassen Gott, was den Kern eigentlich des Glaubensaktes ausmacht. Non si è perduto, i nostri passi non hanno smarrito la tua strada. Col mio canto, la mia gioia, con l'amore, le parole, la tua gloria loderò, la tua forza. Vielleicht noch etwas für unsere deutschsprachigen Hörer. Zwar ist die Gemeinschaft in Deutschland auch präsent, auch in der Schweiz und Österreich haben wir ja gehört. Trotzdem, in Deutschland sind wir es nicht so gewohnt, ja, die Bedeutung dieser neuen geistlichen Bewegung zu verstehen. Sie sind in anderen Ländern, würde ich sagen, stärker insgesamt. Man muss dazu wissen, dass eben das auch historische Gründe hat. In Deutschland gab es andere Formen des Katholizismus, die sich etabliert haben. Allerdings ist es so, dass es jetzt, würde ich sagen, zu einer guten Befruchtung kommt. Also das heißt, dass auch in deutschsprachigen Ländern ist dieser Beitrag der neuen geistlichen Bewegung sehr wichtig. In Italien ist zum Beispiel sehr bedeutsam ein Treffen, was jedes Jahr von Comunione Liberazione organisiert, was ein bisschen so unserem Katholikentag entspricht, richtig? Ich nehme an, meinst du damit das Meeting in Rimini? Genau. Das ist in der Tat eines der größten Kulturtreffen weltweit, soviel ich weiß, findet jedes Jahr in Rimini statt, in der zweiten Augusthälfte, und ist wirklich sehr beeindruckend. Es ist eine Woche, in der sehr viele Veranstaltungen stattfinden, Vorträge zu allen Bereichen, von der Kultur zur Politik, zur Technik. Es gibt Ausstellungen, Vorstellungen von Büchern, sehr viele Stände. Es findet in dem Messegelände statt. Dort sind auch einige Bereiche, die für die Kinderbetreuung gewidmet sind. Einige Pavillons, wo man essen kann, aber es geht nicht um das Essen, das gute Essen, sondern um das Zusammensein auch zu fördern. Und der genaue Titel heißt das Meeting für die Freundschaft unter den Völkern. Dort sind auch wirklich, ist die ganze Welt vertreten. Und was mich immer sehr beeindruckt, ist, dass dort klar zum Ausdruck kommt, dass jemand, der am anderen Ende der Welt lebt, in völlig unterschiedlichen Umständen, aber genau die gleiche Erfahrung leben kann, die ich
lebe, in dem Ort, in dem ich gerade bin. Das ist nicht immer der gleiche. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist jetzt natürlich nicht etwas, was allein die Bewegung ausmacht. Das ist, gehört zur Dimension der Kirche allgemein. Aber allein, dass man auch die gleichen Lieder kennt, das ist wirklich beeindruckend, doch. Ja, ich war nie bei diesem Meeting dabei, aber ich muss zugeben, ich habe schon überlegt, mal hinzugehen, weil da auch immer sehr gute Gäste da sind und über vieles gesprochen wird. So, wir sehen, dass Papst Franziskus nun auf dem Podium sozusagen angekommen ist und wird von einigen Kardinälen begrüßt. Der erste ist Kardinal Pell, der Sekretär für das für die Wirtschaft hier in Rom. Hier sehen wir Kardinal Cordes, der damals der Präsident des Laienrats war und der dafür auch mitgesorgt hat, dass Communione Liberazione anerkannt wurde und auch die Bedeutung gewonnen hat, die diese Bewegung mittlerweile hat. Wir Deutschen kennen ihn natürlich sehr gut, weil er ja aus Paderborn stammt. Oh, meine Co-Kommentatorin wurde von ihm gefilmt. Sehr schön, das freut mich. Ja, es erwartet uns ein Grußwort von Pater Caron, dem Leiter der Bewegung, und eben eine Ansprache von Papst Franziskus. Estrella, tú que miras, abre esa plaza, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Also hier auf dem Petersplatz ist die Begeisterung groß. Wir hören das bis in unsere Kommentatorenkabine hinein. Und Papst Franziskus hat mittlerweile Platz genommen. Neben ihm ist Erzbischof Genswein als Präfekt des päpstlichen Hauses und ein weiterer Mitarbeiter aus der Präfektur. Santità. Siamo felicissimi. Don Julian Caron richtet ein Grußwort an den Papst. Eure Heiligkeit, wir sind sehr glücklich, Ihnen begegnen zu dürfen in einem so bedeutenden Jahr unserer Geschichte. Ich danke Ihnen von Herzen im Namen aller meiner Freunde, die aus der ganzen Welt hierher gekommen sind, zu diesem väterlichen Gestus für das Volk, das aus dem Zeugnis von Don Giussani entstanden ist. Am 22. Februar haben wir seinen 10. Todestag gefeiert. Es ist für uns wirklich bewegend, wieder auf diesem Platz zu stehen, wo er vor dem heiligen Johannes Paul II. Seinem Staunen über das Volk Ausdruck gegeben hat, das Gott aus seiner Leidenschaft für Christus entstehen ließ, als Instrument für die Mission des einen Volkes Gottes. Mehr denn je steht uns seine Person vor Augen und sein Leben, durch das er uns zu Christus geführt hat, im Gehorsam und in der Nachfolge der Kirche. Je mehr die Zeit vergeht, desto mehr werden wir, die wir ihm folgen, uns der Bedeutung seiner Person für jeden Einzelnen von uns und für alle bewusst. Deshalb wünschten wir uns, Sie zu treffen, Heiligkeit, weil wir die Frische des Charismas, das uns fasziniert hat, nicht verdorren lassen wollen. Im Bewusstsein unserer Zerbrechlichkeit und unseres Verrats sind wir als Pilger zum Grab des Petrus gekommen, um die Frische des Charismas zu bitten, wie Sie selber uns in Ihrer Ansprache beim Kongress der Bewegungen empfohlen haben. Wir wollen jeden Tag leben, indem wir immer die erste Liebe erneuern, jene erste Liebe, die uns ausrufen lässt: Als ich Christus begegnet bin, habe ich mich als Mensch entdeckt.
Cristo mi sono scoperto uomo. Così ci siamo preparati a questo incontro. Daher haben wir zur Vorbereitung auf diese Begegnung vor allem dem Herrn darum gebeten, dass sich in uns jene anfängliche Verfügbarkeit des Herzens immer wieder erneuere, jene Einfachheit, ohne die wir uns auf vergangene Formen fixieren und das Wesentliche vergessen würden, wodurch jener Lebensschwung verloren ginge, der uns fasziniert hat. Wir wissen sehr gut, dass wir nicht aus eigener Kraft die Frische des Charismas hervorbringen oder erhalten können. Die Gnade, die wir empfangen haben, muss in unserem Leben immer wieder neu aufblühen. Und dies kann nur geschehen, wenn wir die Verbindung mit Petrus aufrechterhalten, die Don Giussani uns ins Blut gelegt hat. Deshalb kommen wir als Bettler. Mit dem Wunsch, von ihnen zu lernen, damit wir in immer größerer Treue und Leidenschaft das Charisma leben können, das wir empfangen haben. Nur wenn wir so in Christus verwurzelt sind, können wir ihn durch unser Leben gegenwärtig werden lassen, in den existenziellen Peripherien, in jedem Lebensumfeld, in jedem Umstand, in dem sich täglich das Drama unserer menschlichen Brüder und Schwestern abspielt. Das gilt besonders für die am meisten vom Leben geprüften und jene, die vielleicht unbewusst danach dürsten, dem barmherzigen Blick Christi zu begegnen. Wir bedürfen, wie Sie, dieses barmherzigen Blickes, dessen Zeichen und Instrument Sie nun sind, Heiliger Vater. Wir alle sind hier in der Hoffnung, dass sich jenes einzigartige Ereignis in der Geschichte erneuert, das uns durch die Jahrhunderte hindurch heute hier auf diesem Platz erreicht und uns die Schönheit und Freude des Christseins erfahren lässt. Danke, Heiligkeit. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Ich heiße euch alle herzlich willkommen, bedanke euch für eure warmherzige Zuneigung. Mein Gruß gilt allen Kardinalen und Bischöfen, die hier auf dem Platz anwesend sind. Ich begrüße Don Julian Carrion, Präsident eurer Fraternität, und ich bedanke mich bei ihm zunächst für die Worte, die er mit mich gerichtet hat. Und ich danke auch für diesen schönen Brief, den sie an alle Mitglieder der Fraternität geschrieben hat, als Vorbereitung für diesen Augenblick. Danke. Mein erster Gedanke gilt eurem Gründer, Monsignor Luigi Giussani. Ricordando il decimo anniversario della sua nascita al cielo. Todestag, am 10. Todestag. Ich bin Don Giussani sehr dankbar aus unterschiedlichen Gründen. Der erste ist ein persönlicher Grund, all das Gute, was dieser Mensch mir und meinem Priesterleben getan hat, durch die Lektüre seiner Bücher und seiner Artikel. Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass sein Gedanke zutiefst menschlich ist und er dringt bis ins Innerste des Menschen. Ihr wisst, wie wichtig es für Don Giussani
die Erfahrung der Begegnung war. Die Begegnung nicht mit einer Idee, sondern die Begegnung mit einer Person, mit Jesus Christus. So hat er zur Freiheit erzogen und leitete hin zur Begegnung mit Christus, denn nur Christus gibt uns die wahre Freiheit. Und dabei kommt mir in den Sinn das Gemälde, die Berufung des Matthäums, des Malers Caravaggio, vor dem ich sehr oft in der Kirche San Luigi de Francesi in Rom vorbeiging und innehielt, jedes Mal, wenn ich nach Rom kam. Keiner derjenigen, die dort sind, einschließlich der geldgierige Matthäus, konnte an jene Botschaft glauben, jener Finger, der auf ihn zeigte, jene Augen, die ihn anblickten, voller Barmherzigkeit und die ihn auswählten zur Nachfolge. Das ist eben jenes Staunen über die Begegnung mit Christus. Und Christus ist es, der kommt und uns aufruft. Alles in unserem Leben, heute wie zur Zeit Jesu, beginnt mit einer Begegnung. Eine Begegnung mit diesem Menschen, der Schreiner von Nazareth. Ein Mensch wie jeder andere und gleichzeitig so andersartig. Denken wir an das Evangelium des Johannes. Dort, wo die erste Begegnung der Jünger mit Jesus beschrieben wird, Andreas, Johannes, Simon, sie verspürten diesen durchdringenden Blick, ein Blick, der sie bis aufs Innerste erkannte. Und dies erzeugte in ihnen ein Staunen. Ein unmittelbares Staunen, weshalb sie sich mit ihm verbunden fühlen. Oder nach der Auferstehung fragt Jesus Petrus, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja. Und jenes Ja war nicht Ausdruck einer Willenskraft, die Entscheidung des Menschen Simon. Nein, es rührte her von der Gnade. Es war dieses Primerear, ein spanisches Wort, also die Gnade, die dem Ganzen vorausgeht. Und das war die grundlegende Entdeckung für den heiligen Paulus, den heiligen Augustinus und viele andere. Jesus Christus ist immer derjenige, der uns vorausgeht. Es ist der Erste. Er wartet auf uns. Er geht uns voraus, immer. Und wenn wir ankommen, dann war er bereits dort und wartete auf uns. Er ist wie eine Mandelblüte. Das ist diejenige, die als erstes blüht und den Frühling ankündigt. Und diese Dynamik des Staunens kann nicht begriffen werden ohne die Barmherzigkeit. Nur wer durch die Zärtlichkeit der Barmherzigkeit gestreichelt wurde, kennt wahrhaftig den Herrn. Der privilegierte Ort der Begegnung ist die Streicheleinheit der Barmherzigkeit Christi gegenüber meiner Sünde. Und oft habt ihr mich sagen hören, dass der Ort, der privilegierte Ort der Begegnung mit Jesus Christus meine Sünde ist. Und dank dieser barmherzigen Umarmung, dieser Umarmung der Barmherzigkeit, möchte man dieser antworten und sich ändern. Und daher rührt ein verändertes Leben. Die christliche Moral ist nicht eine titanische Anstrengung, ein Ausdruck der Willenskraft desjenigen,
der beschließt, kohärent zu sein und dem dies auch gelingt, eine Art persönliche Herausforderung gegenüber der Welt. Das hat nichts mit christlicher Moral zu tun. Die christliche Moral ist eine Antwort, die eine Antwort voller Rührung angesichts der erstaunenden Barmherzigkeit, der unvorhersehbaren und manchmal auch ungerechten, gemäß menschlichen Kriterien, Barmherzigkeit. Eines, der mich kennt, der meinen ganzen Verrat kennt und mich trotzdem liebt, mich wertschätzt, mich umarmt, mich erneut ruft, an mich glaubt und auf mich wartet. Die christliche Moral bedeutet nicht, niemals zu fallen, sondern sich immer wieder aufzurichten, dank seiner Hand, die uns ergreift. Und der Weg der Kirche ist eben diese und auch diese. Lassen wir, dass sich die große Barmherzigkeit Gottes offenbare. In den vergangenen Tagen sagte ich zu den neu ernannten Kardinälen, der Weg der Kirche ist derjenige, niemanden auf ewig zu verdammen, die Barmherzigkeit Gottes allen Menschen zuteil werden zu lassen, die sie mit aufrichtigem Herzen darum bitten. Der Weg der Kirche ist eben jene, aus dem eigenen Gehege hinauszugehen und wirklich hin zu den Peripherien der Existenz zu gehen und die Logik Gottes anzuwenden, nämlich die Barmherzigkeit. Auch die Kirche sollte diesen freudigen Impuls verspüren, eine Mandelblüte zu werden, wie Jesus für die ganze Menschheit. Heute gedenkt ihr auch des 60-jährigen Gründungsjubiläums eurer Bewegung, die in der Kirche entstanden ist, wie Papst Benedikt XVI. Sagte, nicht aus dem organisatorischen Willen einer Hierarchie, sondern vielmehr aus einer erneuerten Begegnung mit Christus und letztlich durch einen Impuls des Heiligen Geistes. Nach 60 Jahren hat das ursprüngliche Charisma seine Frische und Lebenskraft nicht verloren. Doch erinnert euch immer daran, dass das Zentrum nicht das Charisma ist. Das Zentrum ist ein einziger, nämlich Jesus Christus. Und wenn ich nämlich meine spirituelle Methode in den Mittelpunkt drücke, meinen spirituellen Weg, meine Art und Weise, diesen umzusetzen, dann begebe ich mich abseits des Weges. Sämtliche Spiritualitäten, sämtliche Charismen müssen zentriert sein, hin auf den Einzigen, auf den Herrn. Und als Paulus im ersten Brief an die Korinther von den Charismen spricht, dieser schöne Ausdruck des mystischen Leibes Gottes, endet er mit den Worten über die Liebe. Und diese kommt von Gott und das erlaubt es uns, ihm zu folgen, ihm nachzuahmen. Vergesst dies nie, immer zentriert zu sein. Das Charisma wird nicht in einer Wasserflasche aufbewahrt. Treue zum Charisma bedeutet nicht eine Versteinerung etwa. Der Teufel, derjenige, der versteinert. Die Treue zum Charisma bedeutet nicht, es niederzuschreiben auf einem Pergament und einzurahmen. Der Bezug zum Erbe, das Don Giussani euch überlassen hat, kann nicht reduziert werden zu einem Museum voller Erinnerungen von
Entscheidungen, die getroffen wurden und Normen, die dargelegt wurden. Gewiss, es bedarf einer Treue zur Tradition, aber Treue zur Tradition, sagt der Maler, bedeutet, das Feuer lebendig zu halten und nicht etwa die Asche zu verehren. Don Giussani würde euch dies niemals vergeben. Er würde euch niemals vergeben, dass ihr die Freiheit verliert und euch verändern würdet in Museumsführer oder Verehrer von Asche. Behaltet steht das Feuer des Gedächtnisses jener ersten Begegnung lebendig und seid frei. Und so, fokussiert auf Christus und das Evangelium, so könnt ihr Arme, Hände, Füße, Geist und Herz eine Kirche sein, die nach außen hin gerichtet ist. Der Weg der Kirche ist es, nach außen zu gehen, bis hin zu den Peripherien und Gott und Jesus dienen und in jedem Menschen, der ohne Glauben ist, der enttäuscht ist von der Kirche, der verlassen ist oder festgebunden im eigenen Egoismus. Herausgehen bedeutet, die Autoreferenzialität wegzurücken in sämtlichen Formen. Es bedeutet, zu lernen voller Einfachheit und Demut. Sind wir Sklaven der Autoreferenzialität, dann haben wir nur ein spirituelles Etikett. Ich bin von CL, also ich gehöre der Bewegung an, und da gibt es viele Fallen, die auf uns warten, in einem autoreferenziellen Selbstgefälligkeit. Also, dieses in den Spiegel schauen hat zur Folge, dass wir die Orientierung verlieren und werden gleichsam einer Nicht-Regierungsorganisation, die nur Gutes tun möchte, aber letztlich nichts mit Christus zu tun hat. Liebe Freunde, ich möchte meinen Beitrag mit zwei Zitaten ändern, die ich sehr bedeutsam halte. Eine aus dem vom Beginn seines Lebens und eine vom Ende seines Lebens. Die erste. Das Christentum realisiert sich in der Geschichte nie in einer Starrheit von Positionen, die es zu verteidigen gilt und die sich untereinander in einer Antithese verhalten. Das Christentum ist der Beginn der Erlösung, die das Neue in sich aufnimmt und es erlöst. Das zweite Zitat, das erste war 1967, das zweite Zitat aus dem Jahr 2004. Nicht nur wollte ich nichts gründen, mehr noch, ich denke, dass das Genie der Bewegung, die ich entstehen sehen habe, daher entstanden ist, aus der Bedrängnis heraus zurückzugehen auf die grundlegenden Aspekte des Christentums. Das heißt, die Leidenschaft für das christliche Faktum als solches in den originellen Elementen, und das ist alles. Nichts mehr. Der Herr segne euch und die Mutter Gottes behüte euch. Und bitte, vergesst nicht, für mich zu beten. Vielen Dank.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gesehen, es war eine sehr leidenschaftliche Ansprache, mit der Papst Franziskus die Bewegung ja zurückgeführt hat, auch an ihre Wurzeln und sie gleichzeitig aber auch motiviert hat, auf diesem Weg weiterzugehen. Nun spendet Papst Franziskus den apostolischen Segen. Aiutare nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Ja, Sie hören es, die Begeisterung brandet auf hier auf dem Petersplatz. Ich denke, die Menschen sind dankbar für die Worte des Heiligen Vaters, weil er sie nicht nur einfach bestätigt hat. Er hat auch einige kritische Worte gesagt. Er hat gesagt, man soll nicht einfach nur, ich bin CL und nein, es geht nicht um das Charisma an sich, sondern es geht um Jesus Christus. Aber ich glaube, dass er damit doch auch das Anliegen der Gruppe richtig verstanden hat und auch aufgegriffen hat. Und ich glaube, das erklärt auch die Begeisterung jetzt der Menschen hier. Ja, was wir jetzt sehen, ist der sogenannte Batamano. Wir haben uns überlegt, wie wir das ins Deutsche übersetzen. Ich glaube, das Wort gibt es im Deutschen gar nicht. Es ist halt die Möglichkeit, dass man im Anschluss nochmal den Papst grüßen kann. Batamano heißt wörtlich also den Handkuss sozusagen, wie es ja auch üblich ist und wie man sieht, dass die Menschen dem Papst den Fischerring küssen, das Zeichen seiner Amtsvollmacht. Der Ring, der ja am Ende des Pontifikats ja dann auch wieder zerstört wird. Wen sehen wir denn hier? Erkennen Sie einige von denen? Ja, ich habe also viele bekannte Gesichter gesehen von einigen Bischöfen. Vorher war gerade ein Freund, also aus Deutschland, ja auch unter den, es sind alles Leute, die irgendwie eine Rolle haben. Jetzt sehen wir gerade die Cleusa aus Brasilien. Sie selber hatte zusammen mit ihrem Mann eine Vereinigung gegründet für die Bedürftigen, um ihnen in den Favelas in Brasilien Häuser zur Verfügung zu stellen. Und sie mit ihrem Mann und ihrem dem ganzen Gefolge sind in die Bewegung mit eingeflossen. Das ist eine Freundin aus Kenia. Sie gehört auch zu den Memores Domini. Memores Domini ist innerhalb der Bewegung eine Vereinigung von Menschen, die zwar Laien sind, aber dennoch die evangelischen Räte leben und dennoch im täglichen Leben verwurzelt sind, also nicht irgendwie in einem Kloster zurückgezogen leben, sondern... Sie sind ja auch Memores Domini, richtig? Ja, in der Tat. Ich gehöre auch zu den Memores Domini, ja. Wir kennen die natürlich in Deutschland, weil ja Papst Benedikt auch vier Memores, glaube ich, hat, die ihm den Haushalt führen. Ist ja, das richtig? Das ist sehr richtig. Und nachdem er also jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, wie man das nennt, agierender Papst ist, sondern Emeritus, er hat sie gefragt, ob sie weiter bei ihm bleiben möchten. Und sie haben zugesagt und wohnen auch weiterhin mit ihm. Also von daher sind wir Ihnen gerade als Deutsche sehr, sehr dankbar. Das ist Don Paolo Sottopietra. Er ist jetzt General der Priesterbruderschaft der Heiligen Missionare, der Missionare des Heiligen Karl Borromeus. Das sind Priester, die auch aus dem Inneren der Bewegung entstanden sind, die also als Mission haben, das Charisma in alle Welt zu tragen. Ah, ich glaube, in Rom sind die auf der Via del Corso. Das ist diese berühmte Einkaufsstraße, eine wunderschöne Kirche, wo es eine Priestergemeinschaft von denen gibt. Ja. Ja, wobei das ist die Kirche, die dem heiligen Karl Borromeus geweiht ist. Sie selber haben ein Haus, das ist an der Via Boccea, also etwas außerhalb. Okay, dann habe ich verwechselt. Don Javier Prades, er wurde vor einigen Jahren in die Internationale Theologische Kommission berufen, noch von Papst Benedikt. Ich habe übrigens inzwischen auch offizielle Zahlen, also es sind mehr als 80.000 Menschen hier auf dem Petersplatz. Die Zahlen haben wir eben gerade aus dem Staatssekretariat.